Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. So, letzter Part lief ja ziemlich gut eigentlich und man hat mich gebeten, dass ich besser unerkannt bleiben sollte. Das werde ich jetzt auch versuchen. Ich habe ja zum Glück... Moment, was ist das? Okay, ich habe ja zum Glück meine geile Tarnkiste. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt alles laufen wird. Und ich frage mich, ob ich auch bald mal wieder einen Boss sehen werde. Okay. Das ist ekelhaft. Toll, dass wir unerkannt bleiben, hat das super geklappt. Oh. Eigentlich würde ich auch gerne mal zuschlagen, anstatt ständig zu blocken. Dann würde ich eben sinken noch zum Zuschlagen. Okay. Da habe ich sie direkt alle zerfetzt hier und mich dazu noch hochgehalten. Das ist... ist das gut gelaufen. Ey, cool, das Ding kann man ja sogar als Peitsche benutzen. Ich mag diesen Speer. So. Also ich denke mal, der Kampf ist schon entschieden. Das sind also nur 3%, aber schreibe ich einfach mal hoch. Kann er nicht planen. Ja. Ich denke, der Kampf ist vorbei. Kampfhanger, den habe ich mir verdient. For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Da, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Alles klar. Wollen wir mal sehen. Ich denke, ich muss jetzt hier weiter. Falsch gedacht. Probably best you stay out of there. We don't want to risk harming any of the brains. Okay, hier sind Gehirne drin. Sind das die Gehirne jetzt von den Kindern? Er hat zwar jetzt gesagt, die haben nicht die Kinder gehandelt, aber ich glaube, die meinen die Cyborgs, die nicht gekämpft habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt lang muss. Was ist denn das? Okay. Nachdem ich die Tür von der anderen Seite... LOL. Okay. Das ist irgendwie cool. Ah! Oh Mann, ich wollte mich an den festkrallen. Das wäre bestimmt lustig gewesen. Arschloch. Oh, das Ziel ist tot. Der schockt die ja richtig weg. Ach so, das ist meine Aufgabe. Ich muss die ausschalten. Glaube ich jetzt jedenfalls.
Da oben ist noch einer. Ob das klappt, wenn ich von vorne rangehe? Ich glaube nicht. Der wird mich wegkicken. Ich muss warten, bis er die Treppe runtergeht. Und dann von hinten drauf. Jetzt. Ei! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Haha. Arschloch. Okay. Der Rollangriff ist ja irgendwie nicht so spektakulär. Dwarf Raiden. So, wie viele Cyborgs haben wir denn hier noch? Hier ist eine Kiste. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, ich muss da hoch. Aber wie? Ach, hier vielleicht. Okay. Kacke. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist mit der Tür hier? Ich glaube, hier komme ich nicht durch, wenn ich nicht Raiden bin. Moment, hier ist ein Gegner. Ach so, das ist der Ausgeschaltete hier. Die Ausgeschalteten sind immer... Warte, muss ich vielleicht die Dinger dann noch ausschalten? Ach so. Das war's wahrscheinlich. So, der Punkt und der Punkt, die sind schon ausgeschaltet. Hier sind noch zwei Punkte. Einer ist der hier und einer ist der hier oben. Lol. Irgendwie süß. Da muss ich jetzt hoch. Kann ich hier das Ding hier drauf? Anscheinend nicht. Hä? Stehen die wieder auf? Wäre nicht so gut. Okay, der war schon. Der ist auch schon. Bei mir müsste noch einer sein, auf dem Ding da drauf. Auf dem Ding hier. Ach, kacke. Komm ich da jetzt hoch? Bringt überhaupt nichts. Wir stehen wieder auf. Oder bleibt er jetzt liegen? Ich guck nochmal nach dem anderen. Ah, Alter, das nervt mich langsam, dieser Raum hier. Nee, der liegt noch hier. Und der da hinten auf der Kiste ist wieder... Ich glaube, die stehen dann einmal wieder auf, wenn man die schlägt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an diesen einen da dran komme. Wahrscheinlich hier drüber. Ja, da oben war der auf jeden Fall. Ich habe ihn gesehen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Ach, der ist auch wieder aufgestanden. Oh Mann. Ja, geschafft. So, ich bin mir ziemlich sicher, man muss hier irgendwie lang gehen. Ah, das nervt. Was ist das für eine Kacke? Ich finde das jetzt zwar irgendwie lustig gemacht, aber es ist irgendwie total nervtötend. Okay.
müsste ja theoretisch machbar sein, von hier da hochzukommen. Ja, genau. Jetzt muss ich nur noch da drauf kommen und dann habe ich es geschafft. So. Geschafft. Es müssen doch eigentlich alle ausgeschaltet sein, oder nicht? Und was bringt mir das jetzt? Okay. Gut, der ist ausgeschaltet. Der da oben ist ausgeschaltet. Der hier in der Ecke ist ausgeschaltet. Hier haben wir direkt drei. Der ist ausgeschaltet, der da oben ist ausgeschaltet, der hier unten und der da oben. Der hier, ja. Ja. Was wollen die jetzt von mir? Na toll, was muss ich jetzt machen? Liegt was. Ach so, ich glaube, das ist so eine Karte, dass ich dann die Tür hier öffnen kann. Ach so, okay, ich sehe auf der Karte. Das ist jetzt der gelbe Punkt. Ah, da oben ist auch ein Lüftungsschacht irgendwie aufgegangen. Ah, mein Gott. Nerviges Teil. Ich bin froh, wenn ich in der Raiden bin. So, da muss ich rein. D. Ja, liegt an der Zeit. 8 Minuten habe ich gebraucht. Lächerlich. I found something in one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Das ist doch der Dicke da mit dieser komischen Kette, mit diesem komischen Kettensägenschwert vom Anfang, mit dem Strichcode auf der Stirn. Ja, das ist er. Thank you, sir. Let me see you out.
You see that, Kev? Alles klar. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. Definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. So, ich muss wohl jetzt auf Kinderrettungstour gehen. Ich hab doch hier vorhin alles drin getötet. Was soll das? Oder ist das der eine da? Nein. So, nur sicher gehen, dass sie nicht wieder aufstehen. Das wäre scheiße. Ja, stirb doch einfach. Stirb! Oh mein Gott! So, das wäre erledigt. Oder? Ja. Ich frage mich eigentlich, muss ich hier überhaupt lang? Ich habe mir doch jetzt hier nur so ein paar Daten geschafft. Na, leck mich. Da drin ist so eine gelbe Karte. Aber da komme ich, glaube ich, als Raiden nicht dran. Hier war auf jeden Fall noch eine Truhe, die ich öffnen wollte. Okay. Nee, wenn man das nicht so machen kann, dauert mir das so lange. Was ist das? Ausdauer plus 1. Nice. Ah, auf der Karte steht, wo ich lang muss. Ich muss hier hoch. Da ist die Tür. Da muss ich rein. Ja, Mann, diese Anrufe nerven langsam. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Gut. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich glaube, es kommt wieder mal ein cooler Kampf. Ich glaube, ich habe richtig geraten. Ach, das ist ein fettes Geschütz. Das ist ein Panzer. Sieht aus, als wäre da Schrott zusammengebaut worden. Ah, damn it. Ich will 100% leben. Lol. Autsch. Mist. Wenn ich versuche, es richtig zu timen, dann schaffe ich es nicht ganz. Yes, geschafft. Oh, jetzt geht er doch richtig hier in Fahrt. Dieser komische Panzer, was das auch immer ist. Jetzt ist es jedenfalls kein Panzer mehr. Oh je. Ah, das hat mich... Oh, das... Die richten mich gerade übelst zu. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße, warte, ich muss mal kurz den Fokus wegmachen. Ich habe das Gefühl, hier sind noch andere, die mich nerven. Nein, sind hier nicht. Ich komme hier auch nicht wieder weg. Ah, hier war noch ein Bulli. Au, oh, was ist... Au, oh, 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 oh. Alter! Mist, die konnte ich irgendwie nicht blocken. Was ist das? Ich will das haben. Noch ein Bulli. Okay, Alter.
Wenn ich hier jemals rauskomme, denke ich mal, das ist ein Free Kill. Okay, ich bin jetzt endlich wieder an ihn ran. Nein, ich will hier... Alter, ich hänge an ihn fest. Hallo, ich will hier weg. Ah, fuck. Okay, das ist eindeutig kein Free Kill, auch wenn ich zweimal Belebung habe. Das Ding ist einfach saustark und macht sau viel Schaden. Ja. Jetzt muss ich dieses komische Ohr hier abhauen. So, es sollte mir etwas Panzerung weggenommen haben. Auf jeden Fall sollte es ihn beeinträchtigen. Ich weiß nicht in welcher Art, aber es tut es bestimmt. Okay. Es könnte, trotz dass ich noch eine Belebung habe hier, ziemlich knapp werden. Da liegt was. Ist da noch eine Belebung, okay. Jetzt dürfte ich den auf jeden Fall haben, den Boss. Aber ich versuche mal die Belebung zu behalten. Okay, gerade lässt er sich ganz gut blocken. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr verlieren, außer der hat jetzt noch so ein Special Move, womit er mir auf einmal ein komplettes Leben runterzieht. Okay, das macht fast überhaupt keinen Schaden. Okay, jetzt habe ich ihn. Kampfrang B. Ich hätte höchstens C verdient. Höchstens. Das war nicht so gut, was ich hier geleistet habe. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoe-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshall and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking and just no. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ! Kevin, out! Okay, jedenfalls, das war's jetzt mit dem Part hier. Wir sehen uns dann bald zum nächsten Part. Ciao!